The following contest is set for one fall. Immer zu wenig Abwechslung hier in dem Spiel, finde ich. Making his way to the ring. Jon Moxley, als wenn er kacken ist, ne? And his opponent is one half of the Young Bucks, Nick Jackson. Das ist übrigens für die, die es nicht wissen, einer der Mitgründer von der AEW. Mensch, ey. Zack. Und schubsen. Natürlich ist wieder der Schubsimulator hier am Start. Kekse. Mein Gott. Warte. Zack. Wieselchen, Keks. Macht er. Guck mal, wir rennen hier wie bekloppt rum und alle machen Fehler. Mann, Mann, Mann. Genau. Das Moveset ist zu abwechslungs-, also es hat keine Abwechslung. Keine Ahnung, woran es liegt. Warum, weiß ich nicht. Die kriegt man wirklich nicht so gut hin, die Kombos. Das ist immer der gleiche Scheiß quasi. Okay. Hoch. Und der, hast du gehört? Hör mal. Kommt kein Turm, wenn er aus der Innenrecke, wenn man ihn schmeißt. Der kommt nämlich schon vorher, der Ton. Und Feierabend. Ich sollte. Ey. Das lässt der Ringrichter durchgehen, oder was? Wieder geschubst. Also die Ringe, die leider fast alles durchgehen. Naja, in echt ist mir das egal, aber im Spiel ist das Kacke. Boah, Alter.
Gibt auch viele, die das besser finden, wenn man schnell auf der Taste rumhämmert. Ich finde es besser, wie es beim anderen Spiel war, ne? Diesen kleinen Minigame. Komm, ein Match machen wir noch. Wie sehe ich hin? Mach's gut. Danke, dass du mitgeredet bist. Schön, hab mich gefreut. Wir sehen uns, mein Guter. Ich wünsche dir was. Gut Nächtle. Geh zu Dynamite. Achso, nee, warte mal. Ja, kommen wir. 16.000 habe ich, da steht's, okay. Mal kurz auffüllen hier. Na kurz auffüllen die Suppe. The following contest is a tag team match set for one fall. Und Tag Team Match finde ich kacke. Tag Team Matches finde ich kacke. Weil wenn du wegläufst, wenn du einen Tag machst und du bist nicht an der Reihe, du stehst außerhalb und du gehst weg mit dem Wrestler woanders hin, dann geht die Kamera nicht mit. Das ist ein bisschen doof. Und schön wäre es die Entrance, wenn man die komplett hätte. Wenn man selber entscheiden könnte, ob man überspringt oder nicht. Das wäre halt ganz nett. Oh, da beschweren sich viele drüber. Na. Artig. Hilfe. Hilfe. Hallo? Achso, er war dran. Ach ja, da ist ja der Punkt drüber. Ey. Zack, Junge. Lass doch mal den alten Mann in Ruhe. Ist so, ne? Hast du das mitbekommen, wo er sich so verletzt hat am Mund? Das ist so geil mit seinen Händen in der Tasche immer. Im Nacken. Ja, im Nackenfell, alter Mann. Kann ich hier auch rumgehen? Nee. Typisches Ding-Action. Immer alles raushauen. Leider klappt es nicht mehr wie vor zwei. Ist so. Aber ja, gut. Ich weiß gerade nicht, wer der Gegner war. Er hatte auch das Knie hochgezogen. Und er ist aufs Knie geknallt. Unter anderem mit. Das war halt ein bisschen doof. Und wieder rausrollen, natürlich. Was macht denn er da? Hä? Was ist das für Kacklappen gewesen? Was hat er denn da gemacht, so ein Kacklappen, Alter? Ja, dann machen wir noch eins, das ging mir zu schnell. Alter, nee. Kannst du auch keine 10 hier ein.
Das hat da draußen echt wehgetan, oder? Deine Nase tut auch gleich weh, mein Freund. Ich habe das Match beendet. Ich bin okay. Nein, der Trainer soll sich das ansehen. Rede ich hier mit meiner Mutter? Das wird schon. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, Mist. Punkt, Punkt, Punkt. Klopf, klopf. Man, gut, dass das da steht. Ich hätte nicht gewusst, dass so eine Tür klopft. Herr Autsch, herein. Hey, Patient 0. Was macht die Rippe? Nicht gebrochen, nur verschoben. Sie konnten sie wieder reindrücken. Ich muss bis morgen zur Beobachtung hierbleiben. Junge, das sieht aus wie ein Knast. Gut. Dass du nachsehen lassen hast. Was? Aber kein freizügiges Krankenhaushemd. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Junge, wie sieht denn das Krankenhaus aus, Mann? Ich werde dich ignorieren und auf mich das Essen konzentrieren, das du mitgebracht hast. Und ich werde versuchen, dich zum Lachen zu bringen, solange ich hier bin. Weil ich weiß, dass es wehtut. Junge. Krankenhaus. Spezialbehandlung. Was ist denn, wenn ich so wresteln würde? Wow, ich fühle mich großartig. Ich bin bereit, den Tag beim Schopf zu packen und ihn zum Abklopfen zu zwingen. Den Tag? So. Wir müssen mal eine Runde ausgehen. Eine Runde Sightseeing. Wow, was ein Kack. Ja, was für ein Kack. Oh, was ist denn hier los? Wieder in der Natur, so friedlich. Hoffentlich überfallen uns keine Bären. Oh, das ist eine Ringrichterin. Falls doch, respektieren Sie hoffentlich meine Autorität als AEW-Schiedsrichter. Ich wundere mich übrigens ein bisschen, dass du nicht Orange gebeten hast, mitzukommen. AEW ist groß. Schiedsrichter-Crew-Wrestler... Ich habe hier mehrere Freunde. Ich finde nur, dass Orange und du ein gutes Team seid. Wesentlich besser als andere Leute, mit denen sich Orange in letzter Zeit umgibt. Okay. Und ich will nur die Mitte des Sees sehen. Los jetzt. Was ein Keck. So, meine Süßen, bin wieder da. Mika. Das kleine Monsterchen wach. Gibt's kein Foto? Wir gehen zu Rampage. Ein Match machen wir noch. Ah, habe ich mir fast gedacht, Mika. Hab ich mir fast gedacht. Making his way to the ring. Jon Moxley. Also, ihr Lieben bei YouTube, ne? Ich werde definitiv. Also es kommen jetzt noch Folgen, morgen natürlich und die nächsten Tage noch, ne? Aber. Nee, warte mal. Ist ja denn die letzte? Quasi. Aber auf jeden Fall werde ich erst wieder spielen, wenn ein Patch rausgekommen ist. Vielleicht kommt er jetzt demnächst, aber ich werde es dann erst wieder spielen, wenn ein Patch rausgekommen ist. Schauen wir mal. Sollten sie eigentlich bald machen. Also das wäre ja frech, wenn nicht. Das wäre richtig WWE-like, wenn nicht. So Kleinigkeiten zumindest erstmal, das wäre schon schön, ne? So ein paar Kleinigkeiten mal ändern. Ein bisschen was abpatchen, ne? Das ist gerade ein ekelhafter Move. So. Ruhe hier. Wie oft?
Und klar, wieder geschubst. Au. Au. Ika, gehst du morgen nochmal rein oder Donnerstag denn mit uns zusammen? Und macht ihr Donnerstag wieder das mit diesen Starbums-Dings da oder was? Erst Donnerstag mit euch, ja, weil du bestimmt wieder in der Liste. Das ist ganz witzig. Ja, da bin ich denn wahrscheinlich wohl wieder raus. Wahrscheinlich. Genau. Ja, immer diesen Low Blow. Immer dieser Kack Low Blow. Das dritte Mal schon. Nach dem Finisher von mir. Alter, Mika. Hast du mich so sehr? Warte. Die rufe ich gleich. Gib's doch zu, du hast es vermisst. A little bit. Man könnte auch so eine geile Geschichte machen mit der Wrestlerin, mit der Schiedsrichterin irgendwie. So dass sie John Moxley irgendwie bevorzugt, weil die miteinander ausgehen. Würde ich auch feiern, sowas. Würde ich ganz geil finden. Ja gut, ihr Lieben bei YouTube. Wie gesagt, ich warte ein Patch ab und dann geht's weiter rein. Vielleicht geht's nahtlos weiter, vielleicht habt ihr ein paar Tage nichts. Wir schauen einfach mal. Lieben, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal und bleibt artig. Was sie sagt, Nacht, YouTube. Ich will jetzt nämlich noch ein bisschen intim sein mit meinem Chat hier, weißt du. Also. Vor allem nach YouTube. Man weiß ja nicht, wann die Leute das Video hier gucken. Tschüss. Sag mal.